Ein runder Abend. Jupp Heynckes zufrieden. Es war kein Krimi in Turin wie zuvor in Dortmund. Dennoch musste Bayerns Trainer erst einmal richtig durchpusten. Das 2:0 bei Juventus war zumindest am Anfang etwas mühsam. In der Zeit haben wir zu viele Ballverluste gehabt. Wir haben nicht so eine gute defensive Organisation gehabt. Und deswegen sind wir sicher hier und da auch mal in Schwierigkeiten gekommen. Also es war nicht so perfekt wie das Hinspiel, sage ich mal. Wir hatten defensiv auch ein paar Schwierigkeiten, aber war auch klar, dass Juventus im eigenen Stadion bei der Stimmung da auch zu Chancen kommt. Aber die Phase haben wir gut überstanden und danach insgesamt eigentlich das Spiel im Griff gehabt. 2:0 gewonnen, hätten noch höher gewinnen können, aber insgesamt, denke ich, können wir mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein. Haben wir ein bisschen gebraucht, glaube ich, bis wir reinkommen sind, aber dann, glaube ich, hat es gut funktioniert. Und ja, wir sind wirklich alle sehr, sehr froh, dass wir hier weitergekommen sind. Peu à peu haben wir wieder das Spiel kontrolliert und muss sagen, dass wir dann in der zweiten Halbzeit ja auch unsere Klasse wieder ausgespielt haben, unser Positionsspiel. Wir haben sehr gute Angriffszüge gehabt und denke auch aufgrund der zweiten Halbzeit, dass der Sieg verdient ist. Damit folgen die Bayern Borussia Dortmund in die deutsch-spanische Runde der letzten vier. Erstmals stehen zwei Bundesliga-Teams im Halbfinale der Champions League.